der DFB-Pokal gibt mit dem Achtelfinale seinen Auftakt ins Jahr 2019. Am Dienstag und Mittwoch stehen jeweils 4 Partien auf dem Programm, die jede Menge Spannung versprechen. In der Runde der letzten 16 kommt es zu 4 Bundesliga-internen Duellen, 3-mal steht ein Zweitligist einem Bundesligisten gegenüber, ein Zweitliga-internes Aufeinandertreffen komplettiert den Spielplan. Am Dienstag sind alle Augen auf das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen gerichtet, zuvor sind zudem unter anderem der Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen im Einsatz. Am Mittwoch wollen sich die Bayern gegen Hertha BSC keine Blöße geben, zudem kämpfen RB Leipzig, Schalke 04 und der FC Augsburg ums Weiterkommen. Alle Infos zum Achtelfinale im Volkswagen Pokal-Fieber am Montag ab 19.00 Uhr im TV auf Sport 1 sehen Sie Ihren persönlichen Pokalhelden. Der Walk of Fame verewigt die größten Pokalhelden der Vergangenheit und Gegenwart mit ihren Hand- oder Fußabdrücken. Welcher Pokalheld geehrt wird, darüber entscheiden allein die Fußballfans. Immer am Donnerstag nach der entsprechenden Pokalrunde können Sie Ihren Rundenhelden wählen und 2 Tickets für das DFB-Pokalfinale gewinnen. Weitere Informationen zu den Pokalhelden und zum Voting gibt es hier. Sport 1 hat alle Infos zum Achtelfinale im Volkswagen Pokal-Blog. Hier aktualisieren, zu den englischen Wochen, Rotation ist obligatorisch, Bundesliga, Pokal und Champions League, das Duell gegen Werder Bremen ist für den BVB der Auftakt in intensive Wochen, wir wollen und müssen rotieren, sagt Favre mit Blick auf das kommende Programm. Rotation ist obligatorisch, natürlich können wir nicht die ganze Mannschaft wechseln, aber ein paar Spieler müssen immer geschont werden. Der BVB-Coach gesteht Fehler im Vorgehen ein. Vor ein paar Wochen haben wir das noch nicht gemacht. Vor allem die Innenverteidiger mussten immer spielen, deshalb verletzten sie sich dann auch, sagt Favre und nimmt Bezug auf die Ausfälle seiner Innenverteidiger. Die Personalsituation beim BVB, Sagado hat gestern zum ersten Mal seit Dezember trainiert, sagt BVB-Coach Lucien Favre über seinen Innenverteidiger, der zuletzt wegen einer Mittelfußprellung ausfiel. Er kommt langsam wieder, aber das Spiel am Dienstag kommt zu früh. Er ist noch nicht bereit, zu Werders Spielsystem, gut organisiert. BVB-Coach Favre äußert vor dem Spiel Respekt vor dem Gegner, Werder spielt immer sehr gut organisiert, um den Ball clever zu erobern. Sie machen das gut, es geht sehr schnell beim Kontern und der Balleroberung, vor allem, weil Kruse sich sehr gut bewegt. Sie sind nicht auf ein Spielsystem festgelegt, sondern sehr flexibel, zog über das Pokalfinale 1989 die Konstellation Dortmund gegen Werder gab es so auch schon im Pokalfinale 1989 damals auf dem Feld dabei, Michael Zorc, sportlicher Leiter des BVB, es war ein sehr emotionales Spiel für uns, ein Startschuss für eine bessere Zukunft, es wurde eine riesige Euphorie entfacht. Damals waren 30.000, 40.000 Dortmund-Fans im Stadion in Berlin. Damals konnten wir das Spiel glücklicherweise für uns entscheiden, sagt Zorc über die Begegnung. Favre über Max Kruse, sehr gefährlich. Das Duell mit Werder Bremen ist für Lucien Favre auch ein Wiedersehen mit Max Kruse, die sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Borussia Mönchengladbach kennen. Er ist ein sehr gefährlicher Spieler. Er bewegt sich sehr gut, auf ihn muss man immer aufpassen, sagt Lucien Favre über den Bremer Stürmer. Schon im Dezember hat er gegen uns sehr gut gespielt, Favre PK vor Werder Spiel vor dem Pokal-Achtelfinale gegen Werder Bremen am Dienstag ab 20.45 Uhr im Live-Ticker, äußert sich BVB-Coach Lucien Favre am Montag auf der Pressekonferenz twitter.com/bvb-status/1090241629271311742. Wie ist die Personalsituation, was sagt er zum Gegner und mit welcher Taktik geht der BVB ins Spiel?
Die PK im Live-Ticker, Meier Einsatz fraglich vor dem Pokalkracher gegen den FC Bayern München. Fehlte Youngster Arne Meier am Montag im Training von Hertha BSC. Ein Einsatz des angeschlagenen Mittelfeldspielers, der in dieser Spielzeit bei allen seinen 19 Ligaeinsätzen in der Startelf stand, ist fraglich. Als Ersatz würde Pez Gelbert bereitstehen. Auch Rechtsverteidiger Peter Pekarik muss wegen muskulärer Probleme pausieren und um einen Kaderplatz bangen. Der Slowake kam in der bisherigen Saison allerdings nur zweimal zum Einsatz. Dardai warnt vor Überheblichkeit. Hertha-Trainer Pal Dardai nimmt DFB-Pokalgegner Bayern München trotz des jüngsten Ausrutschers nicht auf die leichte Schulter. Wenn die einen guten Tag haben, steht es schnell 0:3, sagte Dardai vor dem Pokal-Achtelfinale am Mittwoch ab 20:45 Uhr im Live-Ticker und fügte an: Jetzt haben sie einmal verloren. Das bedeutet nicht, dass sie schlecht sind. Der Ungar weiß, dass seine Mannschaft einen sehr guten Tag erwischen muss, um gegen den Rekordmeister zu bestehen. Wir versuchen uns gut vorzubereiten. Wenn 9,5 Spieler eine gute Form haben, können wir Bayern schlagen. Wenn wir nicht ans Limit kommen, wird es schwer. twitter.com/herrtapsche-status/10923797341625262608 Dardai weiß um die Stärken seiner Mannschaft, ist sich aber auch bewusst, dass gegen die Bayern eine Leistungssteigerung vonnöten ist. Unsere Qualitäten sind Handlungsschnelligkeit und schnelle Kombinationen. Das müssen und wollen wir umsetzen. Gegen den Ball müssen wir zudem besser agieren als zuletzt. Ibišević verrät Bayern-Plan, müssen schnell sein, wir müssen schnell sein. Mit dieser einfachen Feststellung, wie der FC Bayern zu schlagen sei, sorgte Hertha-Kapitän Vedat Ibišević auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Achtelfinale am Mittwoch ab 20:45 Uhr im Live-Ticker für Lacher. In der Tat hatte Bayer 04 Leverkusen beim 3:1-Sieg am vergangenen Wochenende gezeigt, dass der Rekordmeister zu knacken ist. Besonders bei temporeichen Gegenstößen offenbarten sich Schwächen in der Defensive. Einfach wird die Aufgabe für die Berliner aber nicht, das ist auch Ibišević bewusst. Wir wissen ganz genau, dass Bayern eine hohe Qualität hat. Über die Favoritenrolle brauchen wir nicht reden. Sie sind eine Top-Mannschaft in Europa. twitter.com/herrtapsche-status/10923796373735828248 Trotzdem sieht der 34-jährige Stürmer durchaus Chancen für sein Team. Für uns ist das wie ein kleines Finale. Wir haben bewiesen, dass wir Bayern schlagen können, aber dafür müssen wir einen super Tag erwischen, erklärte Ibišević. Das Liga-Hinspiel gegen die Bayern hatten die Berliner mit 2:0 gewonnen. Aus diesem Sieg und den Versäumnissen der Bayern zieht Hertha Selbstbewusstsein. Man merkt schon, dass sie dieses Jahr Punkte verloren haben, die sie vorher nicht abgegeben haben, sagte Ibišević. Natürlich gibt es Mut, dass sie immer mal wieder Ausrutsche haben. Wir wissen also, was möglich ist. Club ohne Leibold und Markreiter beim HSV, der 1. FC Nürnberg reist ohne seine Stammspieler Tim Leibold und Georg Markreiter zum Pokalspiel gegen Hamburg am Dienstagabend. Ab 18:30 Uhr im Live-Ticker, Leibold fehlt aufgrund einer Gehirnerschütterung, die er sich im Spiel gegen Werder Bremen am Wochenende zuzog. Für Markreiter kommt ein Einsatz wegen Muskelproblemen zu früh. Das Bundesligaspiel gegen Hannover 96 könnte der 30-jährige Österreicher aber in den Kader zurückkehren. twitter.com/FC-Nürnberg/Status/10923396267683667 Fraglich ist zudem der Einsatz von Christian Martenia, der am Wochenende trotz eines zwischenzeitlichen Knockouts durchspielen musste. Beim 26-jährigen Torwart laufen die letzten Tests, es gehe ihm aber soweit gut, sagte FCN-Coach Michael Köllner am Montag. Düsseldorf mit Torwartwechsel auf Schalke. Fortuna Düsseldorf wird im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch ab 20:45 Uhr im Live-Ticker bei Schalke 04 nicht mit Stammkeeper Michael Rensing antreten.
Er wird vom 39-jährigen Ersatzmann Jaroslav Drobný vertreten. Jaroslav wird Mittwoch definitiv zwischen den Pfosten stehen. Ich hatte mich vor der Saison darauf festgelegt, dass der zweite Torwart die Pokalspiele macht. Das zählt auch jetzt, da Raphael Wolf noch nicht ganz fit ist, sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel der Bild am 10. Januar hatte die Fortuna den erfahrenen Schlussmann Drobný von Werder Bremen verpflichtet. Der Tscheche unterschrieb einen Kontrakt bis zum Saisonende bei den Rheinländern. Havertz und Bender fehlen. Bayer in Heidenheim. Bayer Leverkusen muss im DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim ab 18:30 Uhr im Live-Ticker auf Nationalspieler Kai Havertz und Kapitän Lars Bender verzichten. Havertz hatte beim 3:1 gegen Meister Bayern München am vergangenen Samstag eine Hüftblessur erlitten, Lars Bender hatte sich schon zuvor einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Der Bayer-Spielführer war schon gegen den FC Bayern ausgefallen. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, sagte Trainer Peter Bosch über den vielseitigen Defensivspezialisten Lars Bender. Der niederländische Coach schloss nicht aus, im Pokalspiel zu rotieren. Die Möglichkeit ist da. Wir werden die Spieler aufstellen, von denen wir glauben, das Spiel gewinnen zu können. twitter.com/Bayer04Fußball/Status/1092364965552537600 Heidenheim belegt zurzeit den 5. Platz in der 2. Liga und befindet sich auf Schlagdistanz zu den Aufstiegsaspiranten. Am vergangenen Samstag hatte der FCH 1:0 gegen Dynamo Dresden gewonnen. Bosch erwartet ein schwieriges Spiel in Heidenheim. Der Erfolg gegen die Bayern war sehr gut für das Vertrauen. Das hat gezeigt, dass unsere Spielweise funktioniert, so Bayer-Coach Bosch. Allerdings gäbe es immer noch sehr viele Sachen, an denen wir arbeiten müssen. Bei Ballbesitz dürfen wir nicht so einfach den Ball verlieren. Wenn wir oft den Ball verlieren, müssen wir oft den Ball zurückerobern. Das kostet Kraft. Kofeld BVB Rückkehr für Shahin nicht mehr so speziell. Das Pokalduell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen am Dienstagabend ab 20:45 Uhr im Live-Ticker ist für Ex-BVB-Profi Nuri Shahin auch die zweite Rückkehr an die alte Heimstätte. Am 15. Dezember gastierten die Bremer bereits zum Liga-Hinspiel in Dortmund. Damals war es eine emotionale Rückkehr für Shahin, der im Jahr 2001 in die BVB-Jugend wechselte. Ich glaube nicht, dass es dieses Mal so speziell wird. Das erste Spiel war emotional für ihn und auch für die Fans, aber jetzt knapp 2 Monate später spielt das nicht mehr die große Rolle, sagte Werder-Trainer Kofeld am Montag über das erneute Gastspiel in Dortmund. twitter.com/Werder Bremen/Status/1092347622474633216 Die Bremer, die am vergangenen Wochenende nicht über ein 1:1 bei Aufsteiger Nürnberg hinauskamen, sehen das Pokalspiel gegen den Tabellenführer als Chance. Ich erwarte keine Reaktion. Ich erwarte einfach ein gutes Spiel. Das ist ein Co-Spiel. Weiterkommen oder ausscheiden. Und ich spüre bei allen hier, dass sie weiterkommen wollen, sagte Kofeld. Die Rollenverteilung ist allerdings klar, das weiß auch Kofeld. Wenn Favorit heißt, dass eine Mannschaft nicht vom Gegner abhängig ist und ihre eigenen Stärken auf den Platz bringen kann, bin ich lieber Favorit. Das ist gegen Dortmund aber nicht so. Der BVB hat die Favoritenrolle. Preetz über Pokalfinale, habe mir das nicht mehr angetan. Für den deutschen Fußball ist das DFB-Pokalfinale in Berlin ein alljährliches Highlight. Für Michael Preetz war es dagegen in der jüngeren Vergangenheit nur noch schwer zu ertragen. Zuletzt, in den vergangenen beiden Jahren, habe ich mir das Pokalfinale nicht mehr angetan. Es ist ein großartiges Event. Noch großartiger wäre aber, wenn wir mal dabei wären, sagte der Manager von Hertha BSC im Kicker-Interview.
Dafür müsste die Hertha zunächst die Bayern im DFB-Pokal-Achtelfinale ausschalten. Am Mittwochabend ist der Rekordmeister zu Gast im Berliner Olympiastadion. Ab 20.45 Uhr im Live-Ticker, trotz der schwierigen Aufgabe lebt die Hoffnung auf ein Finale im eigenen Stadion. Es ist ein ganz großer Traum von uns allen, sagte Hertha-Manager Michael Preetz dem Kicker. Jeder neue Spieler bringt diesen Traum mit nach Berlin oder spürt ihn spätestens hier. Träumen ist erlaubt, zumal die Hertha zuletzt eine gute Bilanz gegen den Rekordmeister aufweisen konnte. Seit 4 Ligaspielen sind die Berliner gegen die Bayern ungeschlagen. Wir hätten nichts dagegen, diese Serie zu verlängern, aber es ist eine andere Situation als in der Liga, sagte Preetz. Sie haben an der Systematik gearbeitet, spielen defensiv stabiler, haben ihre individuelle Klasse beibehalten und sich mit dem neuen Trainer Niko Kovac gefunden, auch wenn der Hertha-Manager das Aufeinandertreffen mit den Münchnern gerne erst ein wenig später bestritten hätte, scheut er die Herausforderung nicht. Am liebsten hätten wir den FC Bayern im Finale gehabt. Aber wir nehmen es, wie es kommt und freuen uns über ein Heimspiel, alle Partien im Überblick, Dienstagsspiele. Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, 18.30 Uhr, 1. FC Heidenheim, 1846, Bayer 04, Leverkusen, 18.30 Uhr, MSV Duisburg, SC Paderborn 07, 20.45 Uhr, Borussia Dortmund, SV Werder Bremen, 20.45 Uhr.